Hallo, moin, ich bin Finn. Die haben mir heute so den Titel gegeben, Authentisch, The Movie oder wie auch immer. Und daraufhin habe ich mich auch nicht vorbereitet. Also ich habe gar nichts, ich hoffe, das reicht. Ich erzähle einfach so ein bisschen was ich gemacht habe. So. Alter, hier kann man ja gar nicht. So. Das ist auch zu tief. Ich bleib hier so stehen. Was ich so gemacht habe, so, schreit einfach Fragen rein, wenn ihr welche habt. Wir haben hier diesen komischen Würfel, da könnt ihr reinquatschen und irgendwas fragen. Und dann gebe ich euch vielleicht so ein paar Tipps, weil ich es ja geschafft habe. es ist so, ich habe das ganze Ding hat so angefangen, dass ich habe so eine Steadicam gebaut, weil ich ein Musikvideo drehen wollte für mich. Ich mache relativ viel Musik so und das wollte ich filmen. Und dann habe ich das Ding gebaut und wollte das meinen ganzen Kumpels irgendwie zeigen und habe YouTube einfach nur benutzt, um dieses Video zu sharen. So. Habe das da hochgeladen und ein paar Freunden geschickt. Und die fanden es geil und haben es weitergeschickt und immer so weiter. Und das war halt nicht für YouTube, sondern das war eigentlich nur eine Plattform, um irgendwas zu teilen. Ja, und dann habe ich gedacht, ich baue sowieso so viel Zeug, so filme ich das einfach, ist ja kein Stress. Ich habe einfach mal so eine kleine GoPro, die stelle ich in die Ecke, drücke auf Record und das war's. So. Ich habe keinen großen Aufwand, kein Licht, ich hab gar nichts. Ich stelle einfach diese kleine Kamera irgendwo auf und leg los. Und nachher schnibbel ich in Premiere einfach alles raus, wo ich nichts sage oder was ich nicht lustig finde. Das ist das ganze Konzept, mehr habe ich nicht, genauso wie heute. Also ich habe keine Pläne, ich bereite nichts vor, ich überlege mir nicht ein geiles Video zu machen, weil die Nachfrage nach, was weiß ich, Miniramp bauen so groß ist, sondern ich brauche eine Miniramp. Also baue ich mir die und ein paar Leute gucken das, was cool ist. So. Aber das war es schon. Also ich überlege mir da nicht großartig, was ich machen will. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, was mir das gebracht hat, warum ich das noch mache. Und vielleicht, was ihr euch davon abschauen könnt, eventuell, um immer Spaß daran zu haben. Ich weiß nicht, hat jemand von euch einen Kanal? Ist jemand von euch bei YouTube oder so? Ja, klar, eigentlich alle. Alle haben ja zumindest einen Account. Wir müssen nur mal was hochladen. Und irgendwie geht es ein bisschen darum, so dass ich im Gegensatz anscheinend, so es hat sich herausgestellt, dass viele das nicht machen. Also ich monetarisiere den ganzen Kram nicht, mir ist Geld dabei nicht so wichtig, sondern ich mache das, weil ich das Zeug brauche. So. Also alles, was ich baue, mache ich für mich irgendwie. Und das war's. So. Deswegen ist es eben auch unwichtig, ob dabei Kohle fließt oder nicht. Dazu muss man immer sagen, ich weiß nicht, wie viele Leute das wissen, so in meiner Größenordnung verdient man auch einfach nichts damit. So. Also ich bin ja nicht so wahnsinnig groß und man wird immer so für 1000 Views bezahlt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Ich habe mal gehört, da kriegst du ungefähr so einen Euro. Da muss man sich überlegen, es haben jetzt irgendwie ein paar Millionen Leute geguckt. Denn das heißt, du hast vielleicht so 5.000, 6.000 Euro jetzt damit jetzt verdient. Ist nicht nichts, aber ist halt auch nicht so viel, als dass man dafür seinen Arsch verkaufen müsste. So. Ich finde es cooler, immer nur machen zu können, was man will und eben nicht darauf angewiesen zu sein, dass sich das jemand anguckt, damit man davon zum Beispiel leben kann. So. Ich habe vor 5 Jahren so meine Ausbildung verkürzt und mich direkt selbstständig gemacht und eine Werbeagentur gegründet. Und wir bauen so Webseiten. Ich bin Entwickler und Designer und das ist mein Job und da hänge ich eben viel rum und YouTube ist einfach ein Hobby. Also deswegen kann man das vielleicht schwer vergleichen mit anderen Leuten, weil die davon leben und eben auch gucken müssen, so, wie viel sie verdienen. Naja, so als Tipp vielleicht. Ich habe einfach gemerkt, dass es geiler ist, wenn einen diese ganze Statistiknummer nicht interessiert. Ich war zum Beispiel bei Google eingeladen, ich war bei YouTube in Hamburg und da war da so ein Riesenhaufen an YouTubern, die alle irgendwie hinter ihren Laptops saßen und da kamen Leute rum und haben sich das angeguckt und haben die Statistiken analysiert zusammen und geguckt, wie viel Views jemand hat und ja, wie viel Nachfrage ist auf dem Gebiet und so. Und da saßen alle halt nur noch so, die sollen schöne Sachen machen und Spaß dabei haben, haben aber alle immer nur diese Statistiknummer durchgeguckt und das Video hat 50 Klicks mehr als das und hier habe ich aber schlechte Bewertungen drauf bekommen, das heißt, liegt wahrscheinlich an dem Spruch, den mache ich nächstes Mal nicht mehr und so. Das ist mir alles scheißegal, ich sag so oft fuck, wie ich will, ich baue da nur Scheiße und das gucken sich trotzdem Familien und Kinder an so. Und die danken mir dafür, dass ich das mache. Das finde ich verrückt, weil das hat überhaupt keinen Bildungsauftrag. So, das ist voll daneben. Das ist richtig, das verdirbt vielleicht Leute, wenn man nicht versteht, wie ich das meine. So, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Das ist so eine, ich baue Sachen und wenn man was bastelt, habt ihr vielleicht schon mal gemacht, dann geht halt auch ganz oft was in die Hose. So. Und irgendwas funktioniert nicht und für alles brauchst du 3 Anläufe und das geht dann tierisch auf den Sack, dass das nicht klappt und dann ist wieder zu viel abgeschnitten, brauchst ein neues Brett und so. Und das heißt, da flippt man auch mal aus und das gehört halt dazu und deswegen gehört das auch ins Video. Und ob das nun irgendwie sprachlich daneben ist,
Das ist halt die Realität, so bin ich so. Und so wir, wie diese ganze Nummer ist, bin ich nun mal. Und das ist vielleicht auf jeden Fall so der wichtigste Tipp überhaupt, wenn man irgendwas macht, dass man keine Figur ist oder irgendwie ein Spiel, sondern wenn man das langfristig machen will und Bock hat, auch sowas zu machen wie heute. Und ich müsste jetzt überlegen, Alter, welche Rolle habe ich mir denn überlegt für diesen blöden Kanal und in die muss ich jetzt schlüpfen und so. Super anstrengend. Dann musst du die ganze Zeit überlegen, die Stimme ist ein bisschen höher und so und ich muss ja mal lustig sein, aber heute bin ich ja schlecht drauf. So, und dann kannst du nicht schlecht drauf sein. Ja, und das ist bei mir ein bisschen anders. Ich bin ich so. Und das Video oder die Videos sind mein Leben. Also ich drücke nur auf Record, das ist alles, was ich tue. Das ist auch das Einfachste überhaupt, wenn ich mir überlegen müsste, so Spezialeffekte zu planen und so. Ah, das ist voll stressig, ey. Ich mache gar nichts. Ich drücke einfach echt auf Record, nehme die ganze Kacke und schneide einfach Stückchen raus, wo was gesagt wird. Das war's. Und diese Authentizität eventuell, die das jetzt alles bekommen hat, so, finden Leute anscheinend cool. In meinem Fall war das auch irgendwie alles noch so ein bisschen anders. Ich hatte irgendwie, weiß nicht, 20.000 Abonnenten oder so. Und das sind ja vergleichsweise super wenig, wenn man sich anguckt, was es für YouTuber gibt. Ich weiß nicht, wie viel Cold Mirror hat oder so. Kannte ich auch ehrlich gesagt nicht bis zum heutigen Tag. Aber es scheint groß zu sein, ne? Ja, wusste ich aber nicht. Also es liegt aber auch daran, dass ich mich mit dem ganzen Kram nie beschäftigt habe. So, ich kenne niemanden so. Ich kenne Clavinova, den finde ich ganz cool, weil der Mucke macht. Ja, das war's fast. So. Ja, aber sonst, auf jeden Fall, was habe ich gerade gesagt? Ach so, genau, 20.000 Abonnenten. Und dann ging das halt so los, dass ich, die Leute waren vergleichsweise super wenig, aber die Medienlandschaft ist da voll drauf abgegangen. So. Ich war dann in der NDR-Talkshow, Stern-TV, Frühstücksfernsehen und so, und das waren alles so Sachen. Die fanden das alle voll geil. Ich war in jeder Zeitung, jeder Fernsehsender, der es in Deutschland gibt, hat angefragt, ob wir was machen wollen. Natürlich jede Baumarktkette, alle Produktfuzis haben angefragt, ob sie nicht mit mir eine tolle Kampagne machen können und so. Und ich hatte halt auf diese ganzen Sachen keinen Bock. So. Ich bin ja auch kein Handwerker. Also diese Heimwerker-Sendung geht darum, aber ich bin das überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Deswegen ist das vielleicht auch lustig, weil ich das überhaupt nicht kann. So. Das, was ich da mache, ist, ich probiere das jedes Mal neu aus. Ich brauche dann irgendwas. Ich habe zum Beispiel für Silas, keine Ahnung, ob das jemand gesehen hat, das ist ein Junge, der ist vom Baum gefallen und hat sich so Wirbel gebrochen und ist jetzt querschnittsgelähmt. Und den habe ich getroffen in Hamburg. Deine Mutter hatte mich angerufen. Und dann habe ich so 4 Wochen lang für den so eine Art Roboterarm gebaut. Und das war halt voll die krasse Geschichte. Aber Silas war ein cooler Typ und mir hat das super viel Spaß gemacht. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mit einem Raspberry Pi gearbeitet und Mechanik und so einen Kipparm gebastelt und so. Das ist so ein bisschen die Motivation. Nicht so grundsätzlich immer irgendwie nur gute Taten. Das ist es gar nicht, weil es einfach ein cooles Projekt ist. Sondern es ging mehr darum, die Sachen auszuprobieren, einem coolen Typen irgendwie zu helfen. Das war ein spannendes Projekt so. Und sowas macht Bock. Das wollte ich aber eigentlich auch gar nicht erzählen. Ich wollte eigentlich sagen, dass diese Medienlandschaft so abgegangen ist. Und dass dann so viele Angebote kamen. Und das ist dann schon was, wovon man natürlich auch profitiert. Also ich bin halt nicht so ein Anti-Alles, so, ich bin voll gegen das System und ich hasse Geld und so, das stimmt ja gar nicht. Ich mache das nur, ich schalte keine Werbung, weil, weiß jeder so, Werbung von einem Video ist scheiße, schockt halt nichts, nervt, du musst immer 5 Sekunden warten, bis du skippen kannst, niemand interessiert das, was da drin ist, also habe ich die einfach nicht eingebaut. Produktplacement macht Videos kaputt, finde ich. Du hast halt, da kommt jemand und sagt dir, du benutzt das jetzt, sagst, dass das geil ist. Aber dabei ist das scheiße und warum muss man denn sagen, dass es gut ist? So. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, so, nee, ich mache das alles nicht. Wenn jemand Bock hat, mir Sachen zu schicken, kann er gerne machen. Wenn ich die cool finde, benutze ich sie. Aber ich würde niemals sagen, so, weil ich dafür 5.000 Euro gekriegt habe, dass das was Tolles ist. So. Naja, auf jeden Fall ist dieser Weg deutlich einfacher, als wenn man sich so das erste Angebot raussucht und das macht. Da waren halt Baumarktketten bei, die haben mir irgendwie für Trailer 15.000 Euro angeboten, so für irgendwie so ein blödes kleines Video mit irgendeinem Akkuschrauber irgendwas machen oder eine kleine Kampagne bauen. Aber das schockt nicht, weil dann könnte ich jetzt auch nicht so cool darüber erzählen. So, und das war, es ist cooler, wenn du dich, ja. Ja, ist einfach cool, wenn man niemals jemandem irgendwas schuldig ist, so. Das finde ich geil, weil du dann komplett autark Sache machen kannst und ich kann mir jederzeit überlegen, worauf ich Bock habe. Wir haben zwischenzeitlich mal, das war so zwischen 2 Videos, habe ich mich mit einem Kumpel hingesetzt, weil ich ein Angebot bekommen habe, ein Buch zu schreiben, so, Alter, worüber habe ich, also, weißt du, worüber? Und dann war zufällig ein Kumpel da, als ich diese Mail bekommen habe dazu und habe ihn gefragt, so, Alter, worüber soll ich ein Buch schreiben? So, und er meinte so, ey, aber wie schreibt man überhaupt ein Buch?
Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung, lass mal eins machen, ey. Und dann haben wir uns hingesetzt und angefangen, so eine Geschichte zu schreiben. Hat super viel Bock gemacht. Und jetzt bringen wir halt ein Buch raus, weil wir da Lust zu hatten. Und das wird so, werden Kurzgeschichten. Und die haben wir dann auch einfach mit auf den Kanal gepackt so und einfach vorgelesen. War super scheiße vorgelesen und so. Und wird komplett kaputt gemacht. Alle fanden das voll scheiße so, ne? Es waren super wenig so Klickzahlen technisch. Das aller schlechteste Video überhaupt. Das waren drei Geschichten, die wir über Weihnachten aufgenommen haben. Und alle haben immer natürlich gesagt, so bleib bei deinem Scheiß, mach das, was du die ganze Zeit schon machst, wo ist das Schweißgerät und so. Und jetzt machen wir es aber trotzdem, weil mir das egal ist. So. Ich habe Bock, ein Buch zu schreiben, also mach ich das. Und wenn es jemand interessiert, kann er das haben. So. Und dieser Ansatz, glaube ich, ist voll wichtig. Dann hast du langfristig Lust dazu. Wenn du dich immer nur danach richtest, was jemand geil findet, und dann das 30. 10 Facts About Me Video rauszubringen. Alter, ne? Ja, weiß ich auch nicht. Ist halt nicht so mein Ding. Aber trotzdem habe ich natürlich Benefits davon. So, ne? Also ich, sowas wie heute natürlich, ich wäre hier nicht, wenn das nicht so wäre. Ich habe dann so Kooperationen. Ich mache jetzt was mit Viva Con Aqua, was geil ist. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die bauen Brunnen so. Ja, die machen mehr als nur das, aber das ist eine supergeile Organisation aus Hamburg. Ich wette, ihr kennt die, auf jedem Festival stehen so Sachen, da kannst du Pfandbecher reinschmeißen und die spenden das Geld dann oder bauen davon eben Brunnen in Dritte Weltländern. Auf jeden Fall machen wir jetzt ein cooles Projekt zusammen. Ich mache vielleicht was mit Skate Aid, weiß nicht, ob ihr das kennt. Die bauen halt Skateparks auch in Ecken, wo Kiddies irgendwie halt nichts zum Skaten haben. Und solche Leute, an die bin ich jetzt halt rangekommen, weil dieser Kram irgendwie so ein bisschen funktioniert. Und solche Projekte machen viel mehr Spaß. So, du hilfst Leuten, dahinter ist kein Stress. Alle sind viel cooler als in so einer blöden Agentur, die dich die ganze Zeit mit irgendwelchen Skripten dichtscheißen, die du ablesen musst und so. Also ich glaube, dass dieser Ansatz einfach langfristig geiler ist und mehr Spaß macht. So. Mucke ist auch ein großes Ding. So. Ich mach halt viel Musik und das ist jetzt einfach cool, dass ich den Kram, also jedes Video hat immer so Bauelemente und am Ende mache ich einen kleinen Song dazu und drehe dazu so ein kleines Video. Und das ist halt cool, dass das, was ich sowieso schon die ganze Zeit gemacht habe, jetzt auf einmal nicht mehr verpufft, sondern das gucken halt irgendwie mal so 200.000 Leute, die sich meine Musik anhören. Ist halt geil, kann ich einfach reinmogeln und die Leute müssen sich den Scheiß anhören. Das ist auch cool. Also eigentlich ist einfach alles gut. So dieser Stress, ich habe mir gesagt, dass ich alle zwei Wochen ein Video machen will. Habe ich auch seit Anfang an eigentlich immer so geschafft. Das heißt aber, dass du natürlich immer abliefern musst. Ne? Du musst halt alle zwei Wochen irgendwas bringen. Und das fand ich am Anfang, habe ich mir überlegt, ob das echt geil ist, also die ganze Zeit immer so Druck zu haben. Auf der anderen Seite ist es super fett, weil ich natürlich immer nach zwei Wochen ist immer irgendwas fertig, was ich angefangen habe. So, ne? Das heißt, bei uns zu Hause geht es mega ab, Alter. Wir haben ständig neue Sachen und so, weil ich muss die ja bauen. So. Das ist ein Riesenvorteil. Ja, und das ist so ein bisschen, das rechtfertigt diesen Stress so ein bisschen. Also ich mache jetzt, die Anfangsdinger waren immer so, wir haben zum Beispiel so einen Streitwagen gebaut, einfach so eine fette Lanze an so einen Polo rangeschweißt und sind damit durch den Garten gefahren. Und so ein Projekt zum Beispiel war nachmittags bei mir zu Hause, Henning war da und uns war langweilig für drei Stunden. Dann sind wir zum Schrottplatz gefahren, haben den ganzen Scheiß gekauft, rangeschweißt, fertig. Dann habe ich den Abend geschnitten und nächsten Tag war das Video fertig. Jetzt ist das halt schon ein bisschen strammer. Wenn ich jetzt so, ich habe gerade einen Tisch gebaut, da musst du halt Material bestellen, Holzplatten schleifen und all so ein Scheiß. Das ist so eine kleine Kiste vorne drin, ganz cool geworden, müsst ihr euch mal angucken, das ist echt geil. So eine Kiste in der Mitte vom Tisch, so ein Austauschkasten, da können halt Kräuter rein und wenn du gegessen hast, tauschst du die aus, packst halt so eine Kiste rein, wo Eis drin ist und kannst du Flaschen reintun, wenn die kalt und so. So, und sowas dauert ein bisschen länger dann, weil du halt irgendwie, du musst dann darauf warten, dass das ganze Material kommt, du musst ja auch den ganzen Arbeitskram machen, dann musst du alles noch schneiden, dann schreibe ich halt immer noch ein Lied und filme das. Das heißt, ich bin jetzt so diese zwei Wochen schon immer straight irgendwie dabei und mache irgendwas. Jetzt war ich die Woche in Berlin von Montag bis jetzt. Auch cool. 4Music hat mich in ihre Studios gelassen so und ich durfte da ein bisschen aufnehmen, was auch fett war. Das heißt, ich musste letzte Woche aber schon das Video für jetzt fertig machen und das war halt immer so, Alter, den ganzen Tag Mucke machen, dann von Mitternacht bis 4 Uhr morgens saufen, dann wieder nach Hause und dann irgendwie zwei Stunden Video schneiden noch. Das war jetzt auf jeden Fall eine stramme Woche. Jetzt bin ich hier, aber ist fertig, habe ich ja so hingekriegt, kommt Sonntag. Also man kriegt das schon irgendwie alles hin. Ich muss jetzt ein bisschen besser planen und mit allen Sachen, die ich so machen will, eben auch immer gut überlegen, was kriegt man unter und was eventuell nicht.
Ja, also so als Tipp, wenn ihr so ein Ding habt, wenn ihr irgendwie einen Kanal habt oder irgendwie anfangen wollt, so guckt euch nicht an, was andere machen. So wie bei mir auch. Ich kenne niemanden. Das Cold Mirror Beispiel zeigt das, glaube ich, ganz gut. Die ist wohl riesig so. Und dass man in dieser Szene, ich bin da überhaupt nicht zu Hause und ich habe da noch nie irgendwas gesehen. Und das ist aber auch gut, weil ich mich deswegen an niemanden orientiere. Ich mache nichts, was schon mal jemand gemacht hat, weil ich das alles nicht kenne. Ich kann halt nichts kopieren, weil ich das noch nie gesehen habe. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Guckt euch nicht irgendwas an, was andere gemacht haben und gründet den 30. Beauty-Channel oder 3000. Sondern macht irgendwas Uniques so. Also lasst euch da nicht, genau, scheißt komplett auf Statistiken, veröffentlicht das einfach, guckt ihr am besten nie rein, das ist völlig egal. So, alles, was ihr macht, macht ihr irgendwie für euch, setzt euch ein Ziel, dass ihr selbst wenn das Video floppt, ne, und nur negativ runtergerockt wird, dass es trotzdem noch so ist, dass ihr euch über das Ergebnis freut. Also, dass ihr irgendwas gemacht habt, was ihr selber geil findet. Dass wenn, weißt du, wie diese Geschichten zum Beispiel, ist mir scheißegal, ob das negative Kommentare hat, weil ich Tränen geheult habe, als wir das geschrieben haben. So. Hat super viel Spaß gemacht, das zu machen. Und das ist viel geiler, weil selbst wenn alle das kacke finden, sitze ich da mit Lars, das ist der Typ, mit dem ich das schreibe, ey, und wir pissen uns ein, weil wir das lustig finden. So, ne? Das ist echt geil. Ich finde das wirklich richtig lustig. Und das ist, glaube ich, ein guter Tipp so. Also, weil dann hast du immer irgendwas, was du cool findest daran und nicht nur Geld, sowieso nicht. Und auch nicht unbedingt Klicks. So, das ist eigentlich, glaube ich, ganz geil. Ja, schon geil. Fragen? Hat Würfel? Wo? Wer denn? Du meinst ja, oder anders formuliert, meinst du, das ist dann nicht einfach cooler, wenn man YouTube nicht als Fulltime-Job macht, weil man dann eben darauf angewiesen ist, auf die Statistik zu achten und die Views zu kriegen und die Viewtime und alles, sondern meinst du, dann ist einfach nicht YouTube einfach authentischer, wenn man ja einen normalen Job hat wie du und es so nebenbei macht? Klar, also im Grunde schon. Das glaube ich schon, weil das neben, genau, du hast dann halt keinen Stress, keine Verpflichtungen so. Auf der anderen Seite hast du natürlich, also du hast schon viel Stress, was die Videos angeht, ne? Also es ist jetzt halt schon so, dass ich bin halt 10 Stunden im Büro, 5-6 Tage die Woche, Alter, und dann den ganzen Kram noch nebenbei zu machen, ist stramm. So, ich finde das geil, weil ich voll gerne ausgelastet bin, aber das musst du schon mögen. Ich glaube, dass der Inhalt dann aber geiler wird, ja. Also glaube ich schon, weil du eben nicht, genau, du musst halt nicht, wieder noch ein Video machen und noch ein Feature und irgendwen mit reinnehmen, der dich dicker macht, damit du mehr Geld verdienst, weil du dir deine Wohnung bezahlen musst und so. Ja. Die Antwort ist ja. Irgendwo, ja. Also ich wollte mal fragen, ob du schon mal so richtig Hater-Kommentare hattest und wenn ja, was war so das Witzigste? Das ist ganz merkwürdig, weil ich wirklich fast nur nette Leute da sind da nur unterwegs. Das ist wirklich ganz merkwürdig. Also es gibt natürlich, wenn da irgendwelche Downvotes und so sind, sind das immer Handwerker, die sich das angucken und denken so, Digga, das kannst du nicht machen, ey. So, irgendwie so Türen. Ich hatte so ein Video, das macht eine Scheiße-Tag. Da geht es halt darum, dass man ganz viele Baustellen in seinem Haus hat und zusehen muss, dass man die endlich mal macht. Du gehst immer an ganz vielen Sachen immer vorbei und machst sie nie. Und da war halt so eine Tür, da habe ich wirklich drüber nachgedacht und die hat so geklemmt. Und der erste Schritt war, dass ich die Tür nicht rausheben konnte, also habe ich den Boden abgeschliffen. Und das macht man gar nicht so. Ne? Du nimmst immer die Tür raus und schleifst die ab, damit der Boden natürlich heile bleibt. Und dann bin ich noch so über Schrauben rüber gebrettert mit dem Hobel und so. Ja, cool. Genau. Und da kommen dann Leute und machen das kurz fertig, aber auch nicht schlimm. Also die lachen da auch drüber und sagen, so geht gar nicht klar, aber lustig. Ja. Hinter dir. Hallo. Ich wollte fragen, wann der Teich fertig gebaut wird. Das haben wirklich schon ein paar Leute gefragt. Jetzt bald, vielleicht nächste Woche. Ich muss mal gucken. Jetzt ja geiles Wetter. Ich wollte halt in Badehose reingehen können. Das letzte Mal war ich im Neo da unterwegs. Es war eiskalt. Und deswegen jetzt irgendwann, ja. Aber mach dich keine zu großen Erwartungen. Viel muss nicht mehr gemacht werden. Ich denke mir noch was Cooles aus. Ey. Schon cool. Danke. Also da du ja auch selber Musik machst, würde mich mal interessieren, was du so für Musik hörst. Also was für Musik oder ob du eine Lieblingsband hast oder so. Ja, du kannst mal, also für alle von euch, wenn ihr da Interesse habt, ich habe so eine Spotify-Playlist. Wirklich jetzt? Ja, guck mal, die zwei Jungs kennen sie. Nee, wirklich, aber da habe ich so seit, es ist so eine kleine Herzensangelegenheit, so seit
3 Jahren oder so sammle ich da so die Elite-Tracks meines Lebens, so sind da drin. Daily Faves, könnt ihr mal gucken, habe ich irgendwo bei Twitter verlinkt. Aber ich höre ganz viel so deutschen Underground-Hip-Hop, so die ganze Kölner Connection und so, viel Elektro, Sichtexot, so diese ganze Welt. Weiß nicht, das höre ich gerne. Ich hab ich ja gerade erzählt, dass ich diese Session jetzt gerade hatte, diese Mucke-Session. Und da wollte ich auch ganz gerne so eine Musik machen. Alter, mit mir steckt so ein heftiger Softie, ey. Ich kann überhaupt nicht. Da kommt nichts Hartes raus, ey. Das war immer so, ich wollte irgendwas richtig Heftiges machen und alles war immer so Balladenscheiße und so. Also wenn ich selber Musik mache und die ernst meine, dann ist es ziemlich Softie-Scheiße so. Ja. Cool, danke. Wenn du jetzt sagst, dass du sozusagen für die Projekte, die du jetzt machst, verdammt viel, ich nehme auch Geld ausgeben musst, einfach die ganzen Holzplanken, was du ja, als du deinen Tisch gebaut hast, mhm, diese lange Platte da hast du reingeschrieben, 500 Euro und so, mhm, wird sich dann nicht anbieten, einfach mit den Klicks, die du machst, sozusagen einfach dein Hobby zu finanzieren? Weil ja, das geht ja jetzt alles über deine Tasche, oder? Ja, ist so, ist auch echt teuer. Ja, ist wirklich, ist so, also muss man ja sagen, es gibt Projekte, die sind richtig billig, aber so eine Mini-Ramp oder so, als Beispiel nur so, oder Teich, alleine die Folie kostet 1000 Euro oder so, klar, das geht auch ins Geld. Ja, aber Werbung bleibt trotzdem scheiße, was soll ich machen? Das geht halt, geht nicht. Hi. Hallo. Ich wollte fragen, weil du eben gesagt hast, dass es ja eigentlich besser ist, gar nicht auf die Analytics oder auf die Klicks zu achten, aber ist es nicht trotzdem manchmal einfach motivierend zu sehen, oh, das kommt jetzt trotzdem gut an und da hatte ich Spaß dran? Ja, da muss man nicht, kann man ja auch nicht leugnen. Das ist klar, wenn das viele Leute gucken und cool finden, keine Frage. Aber ich meine so, damit meine ich nur diese Intention, ein neues Video zu machen. Darf halt nicht sein, das hat gut funktioniert. Und deswegen mache ich jetzt noch eins, was genauso ist. Ich könnte jetzt halt, alle Leute schreien danach, dass ich mein Haus zeigen soll, den Garten und alle Projekte und so. Oder noch eine Geschichte mit den Hühnern und so. Aber das ist halt abgeschlossen, das interessiert mich ja nicht. Ich baue ja was für mich. Also, und ich habe so eine Liste mit Projekten, die ich noch machen muss. Also mache ich erstmal die, bevor ich an die anderen Sachen rangehe. Das meine ich damit nur. Also klar, es ist auch motivierend so. Für mich ist es so, das, was mir wirklich am Herzen liegt, ist halt Musik so. Und diese Sache, das finde ich cool, die ist da drin. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel den letzten Track davon cool findet, dann ist das, was mich am meisten pusht, weil ich immer denke so, ey, das ist cool, dass du das magst. Der Rest freut mich auch, aber also irgendwie so. Also zum einen, du hast mich zum Kauf eines Lötkolbens animiert. Hast du gekauft? Dankeschön. Sehr gut. Hast du so eine richtige Station oder hast du nur so einen Kolben? Nur was Kleines, irgendwie ein Euro-Shop. Aber so ein Ding habe ich auch. Jetzt habe ich so eine Station bekommen. Ja. Erzähl erstmal, sorry. Und Schweißgerät kommt als nächstes hoffentlich. Cool. Zum anderen, wievielte GoPro hast du inzwischen ungefähr geschrottet? Fünfte. Oh, shit. Das ist toll. Ja, das Ding ist, auch wenn ihr das seht, seht ihr das halt öfter, die fallen ganz oft runter. Das Problem ist einfach, ich könnte auch mal ein vernünftiges Case bauen, das mache ich irgendwann mal. Das Ding ist halt so, dass ich die nicht in dieses GoPro-Case stecken kann, weil der Sound dann so scheiße ist. Und ich habe keinen Bock, externe Mikros aufzustellen, weil das dann wieder kompliziert wird. Also stecke ich die immer einfach so hin. Ich habe aber jetzt einen Schutzdeckel für die Linse. Das heißt, die geht nicht mehr sofort kaputt, aber die fallen oft runter und die sind dann schnell kaputt. Es kommt jetzt irgendwie bald eine neue Kamera raus, die ist deutlich billiger. Das wird dann meine nächste Anschaffung vielleicht. Ach ja, und hast du ab und zu mal Upload-Stress? Weil das habe ich halt meistens. Was? Upload-Stress, also dass du mal irgendwie ein Video nicht fertig kriegst oder so. Worum geht's hier gerade? Was machst du, wenn du mal ein Video nicht rechtzeitig fertig kriegst? Also machst du dann irgendwie Stress oder... Ach so, Upload-Stress. Ja, ja. Ach so, sorry, hab das akustisch nicht... Oder hast du da hingeguckt und dachte ich, ist Technik kaputt oder was? Nein, nein. Also Upload-Stress, du meinst, dass ich die Videos nicht fertig krieg zum richtigen Zeitpunkt? Genau. Ja, hab ich, voll, das meinte ich vorhin. Also dass es sowas ist wie jetzt zum Beispiel, ich hätte lieber mich irgendwie angeschäkert ins Bett gelegt und gepennt, anstatt noch Video zu schneiden. Aber naja, ist trotzdem witzig. Und aber kriegt man manchmal, klar. Für die Mini-Ramp, woher hast du denn die Paletten eigentlich hergekriegt? Darf ich nicht sagen, das war nicht so ganz legal. Okay. Aber ja, das ist schwierig, die zu kriegen, das weiß ich. Kann ich dir nicht helfen. Okay, gut. So, wenn du YouTube machst, hast man ja nicht so viel Urlaub, oder? Gar keinen, nee. Gut. Aber also, darüber haben wir jetzt auch gerade geredet. Die Woche jetzt in Berlin war meine erste Woche seit fast 5 Jahren, die ich mal nicht da war und gearbeitet habe. Also man muss halt schon reinhauen so, man pennt dann auch weniger, keine Frage. Aber wenn das Bock macht, geht das schon. Aber ich finde auch,
große Diskussion mit Franzi. Franzi ist meine Freundin, die gerne in Urlaub fährt. Und ich hasse Urlaub, weil das voll ätzend ist. Ich fahre gerne so wie jetzt. Diese Woche war halt, ist irgendwie Urlaub für mich. Ich habe dann Projekte. So, ich muss irgendwas machen. Ich besuche Leute, ich lerne neue Leute kennen. Und ich produziere irgendwas und da kommt irgendwas bei raus. Das ist für mich viel erfüllender, als irgendwie eine Woche am Strand zu hängen und mir einen Sonnenbrand zu holen. Aber wenn du irgendwo hinfahren müsstest, wo würdest du hinfahren? Osterhäsling, ein Dorf weiter oder so und dann ein Motorrad abholen. Keine Ahnung, also ich wirklich, ich meine das ernst. Ich finde Urlaub scheiße. Das ist nicht mein Ding. Fand ich schon immer irgendwie doof. Also, keine Ahnung, ich würde mal gern nach Russland, hätte ich Bock drauf. Aber da würde ich auch ganz gern lieber irgendwas machen. Anstatt Urlaub. Wie kommst du auf deine Ideen? Also man steht jetzt nicht einfach auf und denkt, ich baue mir mal einen Streitwagen. Also doch, genau so, ja. Nee, ist so. Also die Sachen sind aber wirklich immer davon inspiriert, dass ich was brauche. Also ich brauche, ich brauche und ich will, das sind die zwei Inspirationen dafür. Und dann, wir haben halt super viel Platz, wir haben irgendwie 10.000 Quadratmeter Grundstück nach hinten raus, gehört noch ein Acker dazu und so. Das heißt, jetzt kann ich endlich mal das machen, was ich früher nie machen durfte. Und so, bei meinen Eltern haben wir Bunker gebaut und das war immer scheiße, weil jemand mit dem Rasenmähertrecker reingefallen ist und so. Und jetzt haben wir Platz und da stelle ich, und ich bin ja der Einzige, der da rumhängt. Das heißt, wenn ich ein Loch buddeln will, buddel ich ein Loch. Das heißt, weißt du, dann ist, auf einmal hast du viel mehr Möglichkeiten und dann kannst du alles machen, was du willst. Und dann fallen dir schon Sachen ein. Hinter dir ist noch jemand. Alter, alle werfen richtig gut. Ich habe noch nicht gesehen, dass einer so richtig abhanden gekommen ist. Man hat ja in den letzten Videos und auch wenn man dir so ein bisschen auf Snapchat folgt, dass du mit ein bisschen mit den Berliner Leuten so Frodo und sowas, die mal getroffen hast. Ist da irgendwas zu erwarten? Hast du irgendwie so Studio 7, die du irgendwie irgendwas machst mit denen? Das ist ein Netzwerk, ne? Jo. Nee, Netzwerke sind auch nicht so mein Ding. nö, aber die waren einfach nur da, die wollten sich, ich habe so eine Eierverschenkmaschine gebaut und die wollten sich ein Ei abholen. Ich hatte aber keine Eier mehr, unsere Hühner haben gerade so einen Schnupfen, deswegen, lange Geschichte, habe ich die Kiste nach hinten gebracht wieder. Und da habe ich gesagt, die könnt euch aber gerne ein Bier abholen. Und das war ganz witzig, weil die beiden, glaube ich, auch groß sind, ne? Frodo und Bademalwanne. Die sind zusammen, ja. Genau, die sind zusammen, aber die sind auch YouTuber, ne? Ja. Genau, und ich kannte die beide nicht. Und dann sind die vorbeigekommen, ich habe die einfach eingeladen auf ein Bier und dann saßen wir da und dann habe ich ja auch so einen Snap gemacht, so, hier, Malwanne und irgendwas hier mit Gaming oder was machst du? Und er so, ich bin Frodo und der scheint ja groß zu sein. Das war auch lustig. Das meine ich damit. Also ich habe mich mit der ganzen Thematik nicht so richtig beschäftigt, aber ich habe halt Bock, Leute kennenzulernen so. Und dann ist mir egal, ob der einen YouTube-Kanal hat oder sich einfach nur ein Bier abholen will, dann trifft man sich halt mal. Du kannst den nicht. Der hat einfach gesagt, ey, du bist cool, ich komme mal vorbei. Ja, naja, die haben bei Twitter geschrieben oder Malwan hat bei Twitter geschrieben und die war so ein bisschen norddeutsch, glaube ich. Kommt irgendwo auch aus Norddeutschland. Und dann habe ich gesagt, ey, komm doch einfach vorbei, trinken wir ein Bierchen. Und dann waren die da. Und dann hat sich das nachher erst rausgestellt, dass es Frodo war und angeblich oder anscheinend kennen den andere Menschen. Ja, krass, dass das so klappt irgendwie. Glaubst du nicht, dass es irgendwie in den nächsten Jahren, wenn du immer größer wirst, irgendwann mal so in die Hose geht? Frodo kenne ich jetzt ja schon und ja. Cold Mirror kenne ich auch. Ich glaube, jetzt kenne ich alle. Alter, guck mal, schon wieder, ey. Lässt mich nicht? Ja, das ist gut. Mal ganz ehrlich. Ja, letzte Frage. Letzte Frage? Ja, jetzt muss aber, jetzt ist aber der Druck groß. So. Also zwei Fragen. Wie stark waren deine Verletzungen? Nicht schlecht. Ganz ehrlich, wie sehr geht dir deine Freundin manchmal auf den Keks, wenn du Projekte machst? Sie mir? Andersrum, wenn überhaupt. Also wenn, dann nerv ich sie. Okay. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich Franzi habe und dass sie so ist, wie sie ist. Nee, weiß ich, ich meine, habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn ihr das guckt, so, die hält immer mal Sachen fest, bevor die runterfallen. Und klar kackt die mich auch mal zusammen, aber das muss ich auch, sonst dreht das völlig frei da. Also geht mir gar nicht auf den Senkel. Und ich manchmal schon, ja. Und Verletzungen, ganz kurz, um das abzuschließen. Ich hatte jetzt gerade vor ein paar Tagen, das war das erste Mal, dass ich mich wirklich, mir ist so eine Metallplatte auf den Zeh gefallen. Den packe ich jetzt besser nicht aus, Alter, das sieht echt übel aus, ey. Das ist ein bisschen blau. Und das war aber wirklich das Einzige. Ich habe immer sehr viel Glück. Ich hoffe, das bleibt so. Cool. Das war's. Geil.
Dann, ne? Bleibt einfach, wie ihr seid, ne? Und macht coole Sachen. Vielen Dank, Finn Kliemann.